Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr die macOS Developer Betas, das sind quasi die Vorabversionen der neuen Updates, auch schon ohne einen Developer-Account bekommen könnt. Und zwar geht das Ganze mit einem einfachen Terminal-Command. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen auch direkt los mit diesem Tutorial. Vor ungefähr einer Woche hat Apple eine neue macOS-Version vorgestellt, und zwar macOS Big Sur, und das ist das größte Update seit 6 Jahren. Und zwar sind wir jetzt schon bei der Nummer 11.0 angekommen, und macOS Big Sur bietet ein komplett neues Design, das eher an iOS oder an iPadOS erinnert, Support für die kommenden ARM-Macs und natürlich auch eine Menge neue Features. Und macOS Big Sur befindet sich derzeit noch in der Developer Beta, das heißt, ihr könnt es euch mit dem Command, den ich euch gleich zeigen werde, auch jetzt schon herunterladen und installieren. Ich bin jetzt gerade in meiner macOS Virtual Machine, weil ich das Ganze so dann mit Windows leichter aufnehmen kann. Und wie ihr sehen könnt, ist ja auch schon ein Update verfügbar, aber nicht das Update auf macOS Big Sur. Deshalb öffne ich jetzt einfach das Terminal und dann gebe ich hier diesen Command ein. Ich habe ihn euch auch in die Beschreibung getan, dann müsst ihr ihn nur kopieren und einfügen. Wenn man dann Enter drückt und der Command quasi verarbeitet wird, dann sucht macOS erneut nach einem Update und wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt auch schon das Update auf macOS 11.0 verfügbar. Wie ihr sehen könnt, das geht super schnell und ist auch viel einfacher, wie wenn man sich einen Developer-Account erstellt, denn dafür muss man beispielsweise 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, zu einigen Sachen zustimmen, seine persönlichen Daten eingeben, sich einen Namen als Entwickler ausdenken, etc. Also das ist wirklich nicht ganz so einfach. Ebenfalls, wenn ihr euch nicht mit eurem macOS-Account auf eurem Mac verbinden möchtet, dann könnt ihr mit diesem Command euch trotzdem die neue macOS-Version holen. Ja Leute, damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen und vor allem geholfen hat. Wenn das der Fall war, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Jo, tschüss Leute!